So, meine Lieben, also, wir sind mal hier wieder bei einem Ami Battle Rap Charity Video meinerseits. Ich bin wieder voll im Film drin, weil Ami Battle Rap hat gerade eine übelste Hochphase. Es sind gerade unfassbare Cards und Battles gelaufen. Geechee Gaudi gegen Hitman. Wer ist jetzt noch? Moog battelt. T-Rex ist wieder am Start. Easy the Block Captain ist am Start. Also, wir haben momentan gibt es so drei verschiedene Veranstalter. Deswegen bin ich halt wieder voll im Fieber und habe mir gedacht, was kann ich euch Gutes tun? Und ich möchte euch gerne die. Es ist nicht die komplett beste Runde aller Zeiten, aber wenn es so. Wie bei einem. Gibt auch Battle Rap Runden, die kann man sich. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich mache mal wieder ein bisschen groß hier. Es gibt Battle Rap Runden, die kann man sich einfach reinziehen wie Songs. Weil die guckst du dir an, die gehen 3 bis 6 Minuten und denkst dir so: Mann, nice, hast ein geiles Feeling. Und die Runde, die ich euch jetzt zeige, ist eine davon. New Jersey Twerk habe ich euch schon ein bisschen was von gezeigt, aber die erste Runde gegen Charlie Clips glaube ich nicht. Genau, deswegen, also Charlie Clips hat seine erste Runde schon durch, die war in Ordnung so. Und das ist halt, man, das ist ein Treffen der Giganten, machen wir uns nichts vor. Also Charlie Clips, der Kollege hier, ist Mount Rushmore 100%. Wie man so sagt, wenn der einmal ein Battle ernst nimmt, dann kann den eigentlich keiner schlagen so. Und der hat halt immer nur 2 Runden dabei, ist aber trotzdem einer der größten aller Zeiten. Deswegen, ja, sein Potenzial ist krank und der macht es auch schon. Der ist seit 15, 20 Jahren schon dabei, immer noch relevant, deswegen ist krank. And I got my shit stashed inside a gray bag. They ain't see a light-skinned nigga with this kind of arsenal since Ray Swag. You strapped in? Oh, no, you not. Da seht ihr schon mal ungefähr die Stimmung in seiner Runde. Also seine Runde war jetzt nicht Killer. Aber das ist auch ein super interessantes Battle zum Gucken. Erzähle ich euch später noch was zu. Also auch die anderen Runden. I let the fofo pop, headshot. They had to do your obituary using Photoshop. You say shit like, I run in a church and make everybody in a reverend run. Jojo pops. I should leave your body full of metal since you got the same hairline as RoboCop. Hey, Smack, do me a favor. Don't put a top dog against these funny cats. Go ahead and call me ancient, but you the nigga that's getting mummy wrapped. Where you, Beasley and Chico? Where the fuck do you find these dummies at? I love this strip club, but if this what you call twerk, I want my money back. Okay, ein paar Punchlines gegen die Hairlines. Das ist das Gesicht von Smack. Es war jetzt keine krasse Runde. Ein paar Lines gegen die Hairline. If this is what you call twerk, I want my money back. Twerk. So, Twerk, Strip Club, I want my money back, okay. So, und ich möchte sagen, das ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die Runde ist vielleicht so 5, 6 Minuten lang und die ersten 3 Minuten sind, glaube ich, so mit das Beste, was es jemals am Stück gab. Ich werde pausieren und erklären. Und wenn ich es danach erklärt habe, lasse ich es nochmal durchlaufen. Einfach zum Genuss, weil es ist nicht lang. Hold there. Hold there, hold there. Hold there, hold there, please. Please, please hold there. I said, your grandma called me the other day. You know I wanted the smoothest cats. She said, you done earned this good ass cooking, baby. You done bruised my back. Also, deine Oma habe ich letztens angerufen. Du weißt, ich bin einer der smoothesten. Du hast dir dieses Good-Ass Cooking, hast du dir verdient, weil Charlie Clips ist eine Referenz zu Charlie Clips, der hat ja diese legendäre Line gegen Tay Rock, wo er sagt, my grandma told me, if you lose to this Tay Rock, nigga, don't get your back to my house. Also wenn du gegen Tay Rock verlierst, komm nicht zurück. You know when you get that Good-Ass Cooking und dann Good ass whooping, deswegen also Grandma, Charlie Clips und Good ass cooking. She said, you done earned this good ass cooking, baby. You done bruised my back. Genau, also das ist eine Referenz, da wissen schon alle Bescheid. Du hast dir dieses Good ass cooking verdient, weil du hast dafür gesorgt, dass ich ein paar blaue Flecken auf meinem Hintern habe. I said, you get used to that. She said, I hear you battling my baby Boosie. Bootsy, also nennt die Oma Charlie Clips. I said some truth to that.
She said, please take it easy on the baby. I don't want to see him lose the match. I said he about to get that old Catholic school ass whooping. The rule is back. It's that Okie dog. So, und das ist dieser geile Switch von dem Kiruma, das auch das Ganze, also von ihm hat Kiruma das auch, dieses, du fängst so und so an, dann switchst du die Stimme und wirst ein bisschen aggressiver. He's about to get that old Catholic school ass whipping, the rule is back. Also the rule is back, das Lineal ist zurück, weil die früher, wie in Deutschland auch, also katholische Schulen, Patsch wurde mal mit Lineal einen auf die Finger gehauen. The rule is back, das Lineal ist zurück und natürlich the ruler is back, er selber. This that okie doke. Yes. They said Charlie Clips late. My schedule was open though, and I was too far to turn down the volumes. Not even remotely close. That's more than close. Oh. So, I was too far to turn down the volume. Volume heißt dieses Event. Volume ist aber natürlich auch die Lautstärke. I was too far to turn down the volume. Not even remotely close. Remotely close ist ein ganz normales Saying, aber remote ist halt auch die Fernbedienung. Und deswegen ist es halt doppeldeutig und deswegen feiern die Leute das. Late. My schedule was open though, and I was too far to turn down the volumes. Not even remotely close. That's overdose. Overdose. They said, how you gonna beat Charlie Clips? Bro, the goat. Different from any statue face. I told him pose. My rage joke. How you gonna win against Charlie Clips? Bro, the goat. Bro is the goat, natürlich. And different from every statue face, also unabhängig von den ganzen Statistiken, weil der ist der GOAT, Stats, der hat gute Stats, gute Statistiken, different from any statue face, a totem pose. Habe ich denen gesagt, bleibt ruhig und totem poles sind halt diese, diese Pfähle, wo die Gesichter drauf sind. Also statue face, Totem Poles, Statue Face, das sind diese, weiß ich nicht, diese Pfähle, die kennt man auch aus so, die gibt es natürlich auch in echt, aber die kennt man auch aus Computerspielen, diese Pfähle, wo halt so Gesichter dran sind und so Ohren, das ist halt geisteskrankes Pen-Game. They said, how you gonna beat Charlie Clips? Bro, the goat, different from any Statue Face, I told him pose, my rage jump. My rage jump. My rage dumping, gaze dumping. If all else fails to put Charlie Brown in the field, the great punk king. I don't want it. Und man hört hier einfach Arsenal, wie der im Hintergrund schon, wie der im Hintergrund sagt, oh my god. Weil es ist einfach back to back to back. Erstmal mit den Doppeldeutigkeiten und jetzt wird die Energie auch langsam angezogen. Jumping, gaze dumping. If all else fails, just put Charlie Brown in the field. The great pumpkin. I want it. So, also, if all else fails to put Charlie Brown in the fields, er heißt mit bürgerlichen Namen Charlie Brown, also Charles Brown, Charlie Clips, heißt aber mit bürgerlichen Namen Charlie Brown. Und Charlie Brown, ihr kennt die Zeichentrickfigur. Und Charlie Brown in the Fields ist halt ein, also Charlie Brown in the Fields, to put Charlie Brown in the Fields, also ihn jetzt hier, Charlie Brown zu beseitigen oder zu beerdigen. Und Charlie Brown, The Great Pumpkin, ist halt ein Film, also Charlie Brown, der große Kürbis, ist ein Oldschool Zeichentrickfilm, ist aus Mitte der 60er, aber ich kenne ihn halt auch noch. Genau. And if all fails to put Charlie Brown in the fields, the great pumpkin. Also the great pump. Die große Pumpkin kriegt das hin. The great pumpkin. The great pumpkin. Gaze dumping. If all else fails to put Charlie Brown in the field, the great pumpkin. I don't want it. You see how he had impersonations? Y'all see how he had impersonations? That's all niggas doing lately. Like Big or Nah. I'ma start making you niggas pay me.
You forgot about the little nine. That thing be going crazy. And since Charlie bit me, it's one finger on the bait. Also, er sagt, you see how he does impersonations. Also, der, ihr seht, wie der die Leute immer nachgemacht werden. Ich sorge dafür, dass ihr mich bald bezahlt. So, Bigger Nan, das ist halt eine Catchphrase von New Jersey Troy. Bigger Nan. Und dann haut er immer seine, diese Bewegung hier raus für die Pistole halt. Bigger Nan. So. See how he had impersonations? That's all niggas doing lately. Like Bigger Nan. Bigger Nan. Also viele, viele machen ihn halt nach. Er macht das und viele andere machen es halt auch. Rum Nitty etc. I'm gonna start making you niggas pay me. You forgot about the little nine. So, jetzt kommt der. Es gibt noch eine Little Nine, also eine kleinere Version davon. That thing be going crazy. And since Charlie bit me, it's one finger on the bait. So. Und das ist ein Todesinsider. Das war eins der ersten viralsten Videos. Ich habe das immer für euch rausgesucht. Einen Moment. So, hier haben wir es. Also die Punchline war, and since Charlie bit me, it's one finger on the baby. Also one finger on the baby auf der kleinen Waffe, Little Nine, and one finger on the baby. Charlie bit my finger again, hat einfach, habe ich gerade gesehen, 900 Millionen Aufrufe, ist von 2007, das heißt Anfangszeiten von YouTube. Und das ist halt hier dieses. Charlie bit me. And since Charlie bit me, it's one finger on the bit. Das ist halt, ist ich finde aber, ich finde am allerkrassesten, dass die einfach auch alle dieses Video kennen, also das so Gangster-Niggas einfach aus all over USA in dem Alter das einfach alle kennen. Also dass sie die Referenz alle kennen. Und Smack dreht sich hier einfach auch schon um, weil das sind so viele Punchlines hintereinander. Und ich zerstückel und zerhack das hier des Grauens, ich weiß das. Aber mit den ganzen Informationen, die ihr jetzt habt, gucken wir das danach nochmal zusammen und freuen uns nochmal zusammen, weil ich kann nicht aufhören, ich kann das nicht genug gucken. You forgot about the little nine. That thing be going crazy. And since Charlie bit me, it's one finger on the bait. Ich meine, das ist eh schon an sich geschrieben, ist es schon eine krasse Line. Aber er ist halt, also es gab jetzt auch wieder Diskussionen, ich ziehe mir ja wirklich alles rein, es gab jetzt auch gerade wieder Diskussionen, weil er hat gegen Big K, glaube ich, gebattelt und hat da wieder so ein, wieder I'm strapped in mit Todes-Haymaker gemacht. Da haben die auch, also für mich auch der kompletteste Battle-Rapper aller Zeiten und eigentlich auch der unschlagbarste. Also wenn der drei Runden, wenn der Zeit hat, der bereitet sich halt nur so zwei Wochen auf den Battle vor. Der braucht halt nicht mehr, weil der meint halt, wenn der einen Monat vorher fertig ist, dann hat er keinen Bock mehr, das zum x-ten Mal zu performen. Das heißt, der bereitet sich zwei, drei Wochen vor, lernt das anderthalb, ein, zwei Wochen auswendig und ist dann noch frisch drin. Und der kann halt nicht zwei Monate vorher Battle gefixt und dann irgendwie schon fertig sein, einen Monat vorher. Ist halt krass, aber ich weiß nicht, natürlich kann ich dem nicht reinreden, das ist einer der besten Battle-Rapper der Welt, so, aber ich, wenn der mal so drei, der hat halt auch kein Battle, wo drei Runden Killer sind. Aber hat sowieso fast gar keinen Battle-Rapper, deswegen hohe Ansprüche, aber also der letzte große Battle-Rap-Star, also der neueste, und der ist jetzt auch schon 6-7 Jahre dabei. Danach könnte man auch sagen, kommt easy, Swamp kommt jetzt ein bisschen, BK hat einen Hype gehabt, ist alles nice, aber New Jersey Twerk ist da mit Murder Mook, Loaded Lux, Charlie Clips, Harlow the Dawn, Hitman Harler, A-Verb und wie sie alle heißen. Meiner Meinung nach ist er der Einzige von der New School, der da reingehört. It says Charlie bit me. It's one finger on the bait. Und diese Vocal Production, es ist halt krank. Also die Betonung, merkt ihr ja selber. You forgot about the little nine. That thing be going crazy. It says Charlie bit me. It's one finger on the bait. Oh,
one thing on the baby. Crazy. You silly groupie. That ain't me. Let me show you how to really do it. I'm strapped in. I'll clap you in the cone. Madness. I can snap it anymore. Boy, you was fucking joking. You might just die. You can't get up by the casket and say, psych, I lie. So, jetzt überlegt mal bitte, das sind einfach jetzt, ihr seht es auch an dieser Kurve hier, meist gesehen, hast du nicht gesehen, das sind jetzt einfach, seit der angefangen hat, 2,5 Minuten Dauerfeuer. Also jede Line muss der pausieren, 2,5 Minuten lang, jede Line, und der ist noch nicht fertig. So, und die müsste ich eigentlich nicht groß erklären, ich mach's ein bisschen, nach dem Motto, you silly groupie, let me show you how you really do it. Also Leute kopieren den immer, lass mich dir zeigen, wie das richtig geht. I'm strapped in, haut er halt seinen Slogan raus. I clap you in the coma. Madness, I can snap it at any moment. You always fucking joking. Weil der ist halt, immer lustig unterwegs. You always fucking joking. You might just die. You can't get up out the casket and say psych a lot. Und psych a lot, also ich hab dich verarscht, ich hab gelogen. Psych ist ja so ein Ding, kennt man auch von der Chappelle Show, umgangssprachlich, und das ist halt Charlie Clips Slogan. Also früher gewesen war es immer so, wenn er kurz vorm Choken war, hat er gesagt, ah, Psych I Lied, und hat dann irgendwas gemacht. Also Psych I Lied ist Charlie Clips, einer von Charlie Clips Slogans, und da sagt er natürlich, du kannst nicht, you always fucking joking, du machst die ganze Zeit Scherze, du könntest auch daran sterben, und du kannst nicht aus dem, du kannst dich aus deinem Grab, Coffin, was heißt es hier, Sarg, du kannst dich aus deinem Sarg kommen und sagen, war nur Spaß. Und da am Ende bricht seine Stimme so fast weg. Der hat Glück, dass der noch ein bisschen was drauf hat, weil sonst hätte das auch, es gibt so ein paar Lines von T-Rex, gibt es auch eine Line, make you forget what a shotgun is, wo die Stimme am Ende nachlässt, wo das fast nicht mehr rausbringt, aber hier klappt es noch gerade. Und es passt auch. You always fucking joke. You might just die. You can't get up with the casket and say suck a lot. It's one thing on the baby. Crazy. You silly groupie. That ain't me. Let me show you how to really do it. I'm strapped in. I'll clap you in the cone. Madness! I can snap it anymore! You're always fucking joking! Uh-huh. You might just die! You can't wake up by the casket and say psych out loud! Das ist wirklich eine Todes-Nerd-Folge. Also schreibt mal, ich habe das mal unter alten Videos gesehen, weil ich musste ja checken, ob ich das schon mal ein Auge drauf gemacht habe. Schreibt mal bitte in die Kommentare Finishline, wenn ihr es bis zum Ende geguckt habt, weil es ist wirklich eine harte Nerd-Folge für Hardcore-Fans auf jeden Fall und dann noch natürlich Ami-Battle-Rap-Affin. Wenn man sowas sieht, denkt man sich so, 3 Rundenminuten sind eigentlich gar nichts Schlechtes. Ich meine, guckt euch Greg Pipe gegen Basic an, eins der besten Battles aller Zeiten, also für mich auch vom Unterhaltungswert. Das waren, glaube ich, auch max 3 Minuten, eher sogar 2 Minuten. Du kannst auch ganz kranke Battles haben. Und ich hatte auch mal die Idee, vielleicht, das Ding ist so, viele Battle-Rapper gönnen natürlich nicht, wenn der, der am meisten durch Battle-Rap verdient, dann auch noch eine Veranstaltung macht. Vielleicht müsste man es undercover machen, aber auch Bullshit. Aber eigentlich müsste man mal wieder 100 Leute irgendwo draußen, 2 Gegner, 3x2 Minuten, einfach Punchlines. Also wirklich auf Reactions, auf Punchlines, auf Acting und nicht groß Aufbau, 6 Minuten, 5 Minuten, was ich ja auch gemacht habe, ich liebe das auch, aber als Fan so leicht, dass ein Battle einfach wirklich nur so 20 Minuten gibt, du kannst dir das voll oft angucken, weil die Rate voll hoch ist an Punchlines. Und wenn man sowas sieht, denkt man sich auch, man dicker, 3 Minuten Runden reichen, wir sind jetzt bei 2,5, wenn der jetzt noch eine Minute macht, dann sind wir bei 3,5 und es ist eine unfassbare Runde. Leute müssen erstmal verarbeiten. Wie gesagt, ich sage es noch ein letztes Mal. Am Ende gucken wir es noch einmal durch und dann wird auch die Dynamik nochmal klar. You always fucking-
fucking joking. You might just die. You can't wake up out of casket and say psych out loud. You fucking fool. Bust a move. I dump a tool. Bow. Guess what room he in? The upper room. Shotgun Shirk hinter ihm, Arsenal, die kommen gar nicht klar. Arsenal, ich mag den so sehr nicht, ne? Ist eine Legende, aber der ist auch immer so, der ist so ekelhaft, wenn der nicht selber battelt und hinter einem steht, den der supportet. Der ist so ekelhaft. Genau. Guess what room I'm in? Guess what room I'm in? The upper room. Also der ganze Aufbau, Dingsbums, ich mache hier das, ich komme rein, ich baller dich ab. Guess what room I'm in? Ist auch eine Catchphrase von Charlie Clips oder ein Quotable eher, den er öfter mal benutzt. Guess what room I'm in? Und dann fängt er irgendein Scheme an. Keine Ahnung. Doppeldeutigkeiten mit Badezimmer, Doppeldeutigkeiten mit Wohnzimmer, mit Schlafzimmer. So, guess what room I'm in? Rate, in welchem Raum ich gerade bin. Und das flippt er jetzt natürlich so nach dem Motto, ich baller dich weg. Ja, rate, in welchem Raum der ist. Ja, der obere Raum, weil er den nach oben geballert hat. So, ist. Und das Ganze mit dieser Performance. You might just die! Can't wake up out of casket and say psych out loud. You fucking fool. Bust a move. I dump a tool. Bow. Guess what room he in? The upper room. Da werden wir niemals hinkommen, leider. Und das ist auch noch genau das Mittelmaß. Also jetzt ist ja Battle Rap, also klar, es finden geile Battle statt, aber inhaltlich, also früher waren es straighte Lines. Vergleiche straighte Lines. Du so und so, straight, straight, straight. Das ist jetzt hier schon, da muss man schon ein bisschen nachdenken. Also der hat super viele Doppeldeutigkeiten hier, Totem, Poles und so. Man muss schon ein bisschen nachdenken, aber es kommen auch so straighte Lines wie die hier oder Can't Wake Up at the Casket, Psych Out Loud oder The Upper Room. Das sind ganz straighte Lines ohne Doppeldeutigkeiten. Das ist noch das gesündeste Mittelmaß. Das ist noch erträglich. Das ist natürlich jetzt hohes Level, aber Ami Battle Rap hat sich jetzt wirklich dahin entwickelt, dass straighte Lines. Also ich feiere die immer noch und die knallen auch immer noch, aber irgendwie haben sich fast alle Battle Rapper auf die Fahne geschrieben. Ich muss so witty sein, wie es nur geht. Leute müssen richtig rätseln. So. Und das nimmt halt von den Reactions voll viel weg, weil, wie man sieht, bam, 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 bisschen nachdenken, bam, straight. Ist halt geil. Und deswegen waren die Reactions auch früher geiler, weil die Lines waren straight. In die Fresse. Da musst du nicht groß nachdenken und danach so murmel, danach. Ah, so war das gemeint. Erklären. Leute erklären sich in der Crowd. Das ist halt heutzutage zum Großteil leider so. Und das ist das perfekte Mittelmaß, finde ich. I brought you to! Guess what room he in? The upper room! I brought you to him! I'm at his own! I'm leaving this motherfucker with a bag of bones! The barrel long! One Glock shot'll turn us to a hot spot! That alone! I'm gripping the Nina! I'm gripping the Nina! You wanna one gunshot? Turn this into a hot spot? Hot spot, handy. Dead alone, das, nur das hier, das alleine, aber dead alone, data, also Daten, loan, hotspot, so. Hotspot, dagger bones, the barrel long, one Glock shot will turn us to a hotspot, dead alone, I'm gripping the Nina, you wanna tell me what room you in? I'd rather figure the scene up, slide with discrepancy, that's the difference between us, I'm home. Slide with this, crept and see, bin da reingeschlichen, hab geguckt, discrepancy, also Diskrepanz, that's the difference between us, Diskrepanz, difference between us, aber der hat halt vorher so crazy Gas gegeben, die Leute müssen sich auch beruhigen, so, und das sind jetzt auch gute Lines, die hätten auf jeden Fall mehr geballert, glaube ich, am Anfang des Battles, aber irgendwann ist es auch zu viel. I go home with my crime. I go home with my crime. The gang get caught with this, we losing the guns and doing all of the time. That's my family plan. I'm ready to put them all on the line. I'm talking about my crime. The gang get caught with this, we losing the guns and doing all of the time. That's my family plan. I'm ready to put them all on the line. I'm talking about put them all on the line.
Line, Family Plan, All on the Line. Es gibt Tarife, Telefontarife, wo die ganze Familie mittelefonieren kann. Put them all on the line. Ich riskiere alles. Put them all on the line. Gang get caught with this, we're losing the guns and doing all of the time. That's my family plan. I'm ready to put them all on the line. I'm talking about Siehst du, und das meine ich, dass bei Arsenal so ekelhaft, da steht der und der sagt, du hörst, wie der sagt, he's spanking this nigga, he is spanking this nigga. Weil die erste Runde von Charlie Clips war nicht geil und seine Runde ist Feuer. Also bis jetzt so 9 von 10, weil jetzt zwei Lines dabei waren, wo die Leute nicht ausgerastet sind, also 9,5 von 10, keiner. Aber hört mal, wie Arsenal, das ist so, er ist halt ekelhaft. Und der ist selber ein krasser Battle Rapper, halt die Schnauze. Feier deinen Typ, aber laber nicht scheiße über den anderen. Your brother, slay your mother, bust your grandma like the Wayans brothers. Oh, oh, yo, stop, yo. Yo, stop, yo. Du hörst, wie Arsene sagt, yo, stop, yo, stop, yo. Bust your, okay. I'm ready to put them all on the line. I'm talking blaze your brother, slay your mother, bust your grandma like the Wayans brothers. Oh, also die Wayans Brothers kennt ja jeder, ne? Marlon Wayans, Damon Wayans, Keenan Ivory Wayans, glaube die talentierteste Familie weltweit, also das Gegenteil von den Kardashians auf jeden Fall. White Chicks, das sind die Wayans Brothers, unter anderem die Persiflage hier von Menace to Society. Genau, die hatten eine eigene Sitcom, die hatten eine eigene Sitcom und einen Vorspann. Also ich ziehe mir Ami-Sachen rein halt seit 2000. So, und auch Sachen nachgeholt. Ich habe In Living Color nachgeholt und alle Sitcoms und natürlich auch Black Sitcoms, die es gibt. Wayans Brothers, und es gibt so im Intro von der Sitcom von den Wayans Brothers sind die halt die beiden Brüder mit ihrer Oma und die wollen die so über die Straße begleiten, schieben die vor, reden kurz miteinander und dann kommt ein Bus und wichst halt die Oma um. Und dann meint er halt so, ja, ich erschieße deine ganze Familie, I bust your grandma, ne, ich erschieße deine Oma, wie die Wayans Brothers, aber nicht halt bust, sondern der Bus, der die erfasst. Asian brother, slay your mother, bust your grandma, like the Wayans Brothers. Und er ist halt, ich habe euch auch schon mal, in einer von den anderen Folgen, habe ich euch schon mal eins von seinen ersten Battles gezeigt. Und der ist einfach das größte Performance-Talent. Also mit Hitman Harlow würde ich sagen, die haben andere Bewegungsabläufe, aber die sind die beiden mit Abstand, mit ganz großem Abstand, besten Performer, die es im Ami Battle Rap gibt. Denn die Styles sind auch unterschiedlich auf jeden Fall, aber sowas lernst du halt nicht. Du kannst dich gut bewegen und hast ein Gespür dafür, wie du dich bei welchen Lines bewegst, um nochmal Druck drauf zu geben, dass das Ganze geil aussieht, dass Leute auch das ohne Ton gucken können und sich denken, Alter, irgendwas Krasses passiert hier gerade. Ist halt, also, alles passt einfach. Ist ein, wie aus einem Guss. I'm talking blaze your brother, slay your mother, bust your grandma, like the Wayans brothers. Und was man auch sagen muss, Riesenprops an den Kameramann, das haben die bei den Volume-Dingern perfektioniert, dass die mit den Bewegungen mitgehen. Also er macht super auf den hier und der Kameramann geht die Bewegung mit. Das ist krank. Das macht es noch geiler zu gucken. Dieser Arsene, der soll die Schnauze halten, Alter. Ey, yo, chill. Ja, wir haben alle mitbekommen, dass sie die erste Runde böse rasiert. Aber sei nicht so schadenfroh, Alter. Feier deinen Typen an, lach dir ins Fäustchen, aber hör auf, da reinzurufen. Aber es ist auch andere Kultur. Mich regt's einfach nur auf. Clips y'all hero, Mossberg 88, and I ain't showing it for fashion. So if Charlie Villanueva 2 is coming forth from the Maverick, you wanna lose it. You wanna lose this streak. Villanueva 2, fall from the Maverick. Da weiß ich nicht, was es bedeutet. I got goons to creep, Ruger Peace, you know what up?
It's two of each. Noah Ark, Noahs Arche, two of each. Also Noahs Arche waren ja auch jeweils zwei von den Tieren. Two of each. Noah Ark. Good piece. You know what Ark? It's two of each. Doosbah. Jubilee. Uh-oh. Lumi D. Headshot. Let it. Ja, das ist krass, was für ein Groove der reingeht. Deuce 5, Jubilee. Jubilee kenne ich nur, die wird wahrscheinlich eine Straße sein oder irgendwie sowas. Also ich kenne es halt nur, Jubilee Street kenne ich nur aus London. Oh ja, immer. Als Bahnlinie, aber Jubilee ist, glaube ich, ein. Es gibt viele Straßen, die so heißen. Vielleicht gibt es, weiß ich nicht. Oder es ist ein Bezirk. Ein Eigenname auf jeden Fall. Oh oh, Lumi D ist. Der Song aus den 2000ern auf jeden Fall. Creep, Ruger Peace, you know what? It's two of each. Doosbah, Jubilee, uh-oh, Lumi D, headshot, let it. Der ist halt noch nicht durch. Deswegen nimmt das, also ich kenne das natürlich schon, hab's schon tausendmal geguckt. Das nimmt jetzt was von der Endpunchline weg, weil die Endpunchline ist Weltklasse. Aber die gehen jetzt da schon ab, weil die einfach im Film sind und das fuckt jetzt so ein bisschen rein in die Endpunchline. You know a arc? You know a arc? You know a arc? It's two of each. Doosbah, Jubilee, uh-oh, Lumi D, headshot, let it ring in Charlie face. Unity, what a joke! Die finde ich Weltklasse, die Line. Aber wie gesagt, die Dynamik von den ganzen Jublern ist immer noch geil. Aber Let It Ring in Charlie Face. Ich baller in Charlies Gesicht. Und Ring in Charlie Face. Unity ist halt dieser einer der legendärsten Sketche aller Zeiten. Chappelle Show. Rick James. It's two of each. Doosbah, Jubilee. Uh-oh, Lumi D. Headshot. Let it ring in Charlie face. Unity on a show. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, also ich meine, ich war letztes Mal in London, da haben sich auch welche gemeldet. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das hier gucken, die Native Speaker sind oder die aus Amerika kommen oder die mit der amerikanischen Hip-Hop-Kultur aufgewachsen sind, die das erklären können. Also wenn einer von euch weiß, was es heißt, Deuce 5, Jubilee, oder diese Maverick-Line, gerne in die Kommentare schreiben. He want a joke! You want a joke? Until I'm scorching a pan! If a revolver spin like a carousel, he'll stop horsing around. I laid it out! If the revolver spin like a carousel, wenn der Revolver sich dreht wie ein Karussell, he'll stop horsing around, dann hört er auf, Scheiße zu quatschen oder hört auf, rumzualbern. Und horsing around, Karussell, ein Pferd in einer Runde. I laid it out. I had a few thoughts before I bought this razor out. I'm thinking first name Charlie, last name, yeah, I was wondering if I could take you out. It's uncanny. I pull out this sweet little 16 and get Chuck Berry. I'm headed to Harlem. Briz Rostin, fire. Ich glaube, das ist wirklich, eigentlich das ist das Meme-Potenzial. Vielleicht ist im Amiland auch ein Battle-Rap-Meme, aber das ist so geil. Sweet Little 16, get Chuck Buried, also Charlie. Leute, die Charles oder Charlie heißen, Spitzname ist immer Chuck. Also wie bei Charles Barkley auch. Ist einfach so, fällt mir jetzt kein deutsches Beispiel ein. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall machen die auf Charlie Chuck, get Chuck Buried. Also Chuck, Charlie wird begraben und Chuck Berry ist ja der Sänger. Und Sweet Little 16 ist halt ein Song. Yeah, I was wondering if I could take you out. It's uncanny. I pull out this Sweet Little 16 and get Chuck Berry. I'm headed to Harlem. Fire. Und dann dieser Blick danach. Das ist Weltklasse. Das ist so lustig. Pull out this Sweet Little 16 and get Chuck Berry. I'm headed to Harlem. Fire. I'm headed to Harlem. Like Fuck Wolf Love. Shot it to his chest. Hit ice like the Titanic, I'm leaving bodies on deck. Oh. But you ain't like that? I'm going to Harlem, leave ice on deck. Was sagt ihr? Hit ice like the Titanic. Hit ice like the Titanic. Ice ist Head Ice aus Harlem, Battle Rapper.
hit ice like Titanic. Brauche ich nicht erklären. I'm leaving bodies on deck. Oh. Leaving bodies on deck, wie bei Titanic auch. Wusste aber schon, hat es aber so geschrieben nach dem Motto, ist jetzt kein Haymaker. Und Charlie Clips hat halt dieses Ding nach dem Motto, I'm so motherfucking mean with it. I can take that and do a whole nother scheme with it. So, dass er, könnte, das versteht er, glaube ich. But you ain't like that? Well, I'm so motherfucking mean with it. I can bring that shit back and do a whole nother scheme. 40 loaded on. Clip long as the Titanic. He barely survived like Jack and Rose. But I adore you holding on. I'm doing you fine. Ja, die Leute sind durch. Also, die ist auch eine super Line. Ist auch gar nicht so großartig anders als die anderen. You die like Jack and Rose, also die beiden Hauptcharaktere von Titanic. But I adore you holding on. Und die halten sich an der Tür fest, als sie da am Schwimmen sind. Das ist die Doppeldeutigkeit. But I adore you holding on. I'm doing. But I adore you holding on. Also ich, I adore. Ich himmel, eigentlich, adore ist eigentlich anhimmeln. Also I adore, ich find's gut oder ich find's krass, dass du durchhältst. Adore you holding, I adore you holding on. Adore you are holding on. Also Doppeldeutigkeit wegen der Tür. I'm doing you fine. Und wir gucken auch gleich zum Ende, gucken wir, lassen wir durchlaufen, auch nicht das, die ganze Runde, sondern die ersten drei Minuten, das ist ja... I'm doing you fast! I'm doing you fast! Bow, bow, to the scout! If I let it ring again, I'll be renewing the vows! Jerks! Ja, ring again, if I let it ring again, renewing the vows, dann, wie nennt man das nochmal? Wenn Leute nochmal heiraten, sorry, das ist schwer für mich hin und her zu skippen. So, das ist das Ende der Runde. So, und guckt euch auf jeden Fall das ganze Battle an. Jetzt gucken wir uns nochmal die ersten drei Minuten an. Ich will nur schon mal, nee, das verrate ich am Ende. Das ist jetzt für die Energie. Einfach nur genießen. Ihr wisst jetzt alles, ob ihr euch alles gemerkt habt, weiß ich nicht. Ich glaube, 2 bis 4 Lines konnte ich nicht erklären, weil ich selber nicht weiß. Round 1. Please, 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 over there. I said, your grandma called me the other day. You know I wanted the smoothest cats. She said, you done earned this good ass cooking, baby. You done bruised my back. I said, you get used to that. She said, I hear you battling my baby Boosie. I said, there's some truth to that. She said, please take it easy on the baby. I don't want to see him lose the match. I said, he about to get that old Catholic school ass whooping. The rule is back. It's that okie doke. That was wild. It's that okie doke. Yes. They said, Charlie Clips, late. My schedule was open, though. And I was too far to turn down the volumes. Not even remotely close. Overdose. Overdose. They said, how you gonna beat Charlie Clips? Bro, the goat. Different from any statue face, I told him pose, my rage jump. My rage jumping. Damn. Yeah. My rage jumping, gaze dumping. If all else fails to put Charlie Brown in the field, the great punk king, I want it. You see how he had impersonations? Y'all see how he had impersonations? That's all niggas doing lately. Like Big or Nine. I'ma start making you niggas pay me. You forgot about the Little Nine. That thing be going crazy. And since Charlie bit me, it's one finger on the bait. I'm strapped in! Yeah. I'll clap you in the cone! Madness! I can snap it in the cone! You're always fucking joking! You might just die! You can't wake up by the casket and say, psych, I lie! Yeah.
might just die. You can't wake up out of casket and say, psych, I'm out. You fucking fool, bust a move. I dump a tool, bow. Guess what room he in? The upper room. I brought it to him. I'm at his own. I'm leaving this motherfucker with a bag of bones. The barrel long. One Glock shot'll turn us to a hot spot. That alone. I'm gripping the Nina. I'm gripping the Nina. You want to tell me what room you in? I'd rather figure the scene up. Slide with discrepancy. That's the difference between us. I go home with my crime. I go home with my crime. The gang get caught with this, we losing the guns and doing all of the time. That's my family plan. I'm ready to put them all on the line. I'm talking about it. He's speaking. I'm ready to put them all on the line. He's speaking. I'm ready to put them all on the line. That's my family plan. I'm ready to put them all on the line. I'm talking blaze your brother, slay your mother, bust your grandma like the Wayans brothers. So, also wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, auf jeden Fall krank. Ich überlege auch gerade, als ich mir das gerade reingezogen habe, dachte ich mir so, soll ich euch noch die erste Runde von, ich zeige euch noch was. Weil das ist ein sehr interessantes Battle und ich sag euch, der verliert das Battle. Also der verliert dieses Battle noch. Erste Runde von Charlie Clips, erste Runde von ihm, eine der besten Runden aller Zeiten. Und das ist ein sehr interessantes Ding. He's on deck. Oh. But y'all ain't like that? I'm doing you five. Bow, bow, two to your scalp. If I let it ring again, I'll be renewing the vows. Jersey. So, Class ist 1-0 ever. So. Round 2. Und jetzt hört mal gleich, was Charlie Clips am Anfang seiner Runde sagt. Und am Ende wird's halt wahr. Und das ist Goat-Shit. Remember, it's a boxing match. You gotta fight smart. Great first round, kid. Remember, it's a boxing match. You gotta fight smart. Great first round, kid. Ne? Erinnert, Dicker, das nach dem Motto, das ist ein Boxkampf. Es ist hier kein Sprint, ne? Es geht ein bisschen länger. Man muss clever kämpfen. Super erste Runde. So, und am Ende sollte der einfach recht haben. Und seine zweite ist jetzt auch Killer. Sollen wir die noch gucken? Ja, ich höre euch doch vom Laptop. I said, yo, tell your mother fight back when I pipe that. Watch. Remember, it's a boxing match. You gotta fight smart. Great first round, kid. I said, yo. Irgendeiner Spasti von hinten sagt, fight back. Ne, nach dem Motto, werde ich. Ist ekelhaft von manchen Leuten, aber ist da halt so. Und Charlie Clips kommt direkt mit dem Freestyle-Konter. Tell your mother fight back when I pipe that. Watch him out. Tell your mother to fight back when I pipe that. Watch your mouth. Alright. Auf ruhig. Look. Maximum Smoothness, Alter. Gibt's hier nicht. Das ist ein anderer Breed. Oh my God, he might take this battle serious. Be happy, little nigga. A lot of people across the world been dying to get this Charlie. Cause they know I got the gift to make twerk look nasty like Cortez's mother backing it up at a Christmas party. Humor ist unschlagbar. So, und er meinte auch, sei froh, dass du diesen Charlie bekommst. Bezogen halt darauf, was ich euch vorher gesagt habe. Der ist eigentlich einer der Goats, wenn nicht sogar der Goat, aber er nimmt halt nichts ernst. I overheard you tell niggas that you was lyrical. Well, see, this the part where I break you down, liar. Cause all you do is use TV songs and commercials and put bow in the middle to make it sound fire. So, ich glaube, das ist super klar und verständlich, was der gleich macht. Ich glaube, ich muss dann nichts erklären. Deswegen würde ich das gerne durchlaufen lassen. Lyrical. Well, see, this the part where I break. Also er sagt ihm, ich erkläre es nur am Anfang, nicht das ganze Ding. Er sagt ihm, ich hab einfach mal so überhört, dass du gesagt hast, dass du lyrisch bist. Und dann sagt er eben, ja, das Einzige, was du machst, ist, du nimmst irgendwelche bekannten Slogans, machst BAU in die Mitte und das war's.
So, und die Leute drehen durch. Und das zeigt er jetzt anhand von ganz bekannten TV-Shows und Commercials. Und es ist halt so lustig, dass die Leute nicht klarkommen. Es ist halt Charlie Clips gegen lustige Sachen. Kannst du nichts machen. Okay, und das ist hier so, I make twerk look nasty like Cortez, Grandma backing it up at a Christmas party. Twerk look nasty, also New Jersey twerk wird schlimm aussehen. Und twerk, der Tanz, nasty. Cortez sagt halt immer nasty, so wie Josef Steinschleuder, nur halt ein paar Jahre später. Like Cortez, Grandma backing it up at a Christmas party. Twerk nasty. So. I got the gift to make twerk look nasty like Cortez mother backing it up at a Christmas party. I overheard you tell niggas that you was lyrical. Well, see, this the part where I break you down, liar. Cause all you do is use TV songs and commercials and put bow in the middle to make it sound fire. Nigga be like, when I pull out, everybody get laid down. It's a full couch. Everywhere you look, everywhere you bow. Ain't nobody alive in that full house. And y'all, and see, y'all go crazy. Like he just performed some kind of miracle. Just because he screams and adds bow, it does not make him lyrical. Nigga be like, I'm masked down. Potato on a barrel, who smell a hash brown? Call J.G. Wentworth, 877 cash, bow! I want my cash now! And y'all niggas are going crazy. And y'all niggas will go crazy like he just performed some kind of miracle. Just cause he screams and goes bow, it does not make him lyrical. The nigga be like, I get your homie smoked right in front of the church to get the Holy Ghost. Cause every kiss begins with K, bow. No, it don't. And y'all niggas will go crazy. Es gibt niemanden, der sich dann nicht kaputt lacht. Und der Gegner ist auch so. Mann, Dicker, ich habe hier gerade die Runde, also eine der Runden meines Lebens gemacht und der kommt hier mit Scherzen. Aber wenn es gut ist, sind es humoristische Punchlines und jeder lacht sich kaputt. Auch die Leute, die auf seiner Seite stehen. Auf seiner Seite stehen. Es ist krank. Und es ist eigentlich kein legitimer Angle. Also es ist so halb-halb. Weil, Twerk macht das nicht. Also New Jersey Twerk nimmt keine Slogans und macht Bow da drin und das war's. Aber was stimmt ist halt, er fängt etwas an, sagt Bow und dann sagt er was am Ende. Und so ist es nicht ganz gelogen. Es ist aber schon, es ist kein Reach, aber es ist schon farfetched. Es ist schon weit hergeholt auf jeden Fall. Aber die Leute können relaten, die können es nachvollziehen und es hört sich so ähnlich an wie das, was Twerk schon mal gesagt hat. Deswegen... Es ist Masterclass. And y'all niggas will go crazy like he just performed some kind of miracle. Just cause he screams and goes bow, it does not make him. So, das ist auch, ich glaube, Harlow the Dawn hat damit angefangen, hat das gegen Loaded Lux gemacht, als er meinte, nur weil wir nicht verstehen, was du rappst, heißt das nicht, dass du lyrisch bist. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es auf Englisch gesagt hat, das war sinngemäß. Keine Ahnung, das kann man sich auch nochmal angucken, das Battle irgendwann, wenn euch das hier gefällt. Das ist ein ganz krankes Ding. Loaded Lux gegen Harlow, streitet man sich bis heute, wer das gewonnen hat. Aber dann das zu wiederholen, um das zu implementieren, das ist von Harlow auf jeden Fall. Hey, I want to know something. Is the bow the gun or the gunshot? I want to know so I can practice on it. I salute you though, because that bow shit, you got all these new battle rappers on it. I miss my old gun twerk, scrape the cereal off. So if the cops find it, the numbers is never matching on it. So the last time I seen my bow, wow, it had scratches on it. So, also, redet über die Waffe, ne? The bow, what is the bow? Und dann kommt, ich habe die Serial Number weggekratzt. So the last time I've seen my bow, wow, it had scratches on it. I've seen my bow. Ich habe meine Waffe gesehen
und war so, wow, da sind Kratzer dran. Bow Wow ist der Rapper von früher, heute glaube ich einfach nur Schauspieler, Unternehmer, weiß ich gar nicht mehr, ob der noch Mucke macht. Aber Lil Bow Wow früher, Bow Wow heute, und der hatte halt einen krassen Autounfall, wo der halt wirklich seine Fresse war komplett demoliert und deswegen Bow Wow had scratches on it. So if the cops find it, the numbers is never matching on it. So the last time I seen my Bow Wow, it had scratches on it. So, wir hören jetzt hier auf. Also die Runde holt, der gewinnt das Battle noch. Also diese Runde holt natürlich Charlie Clips. Twerk kann dasselbe Level nicht halten und das, was er sagt, ist ein Boxing, ist ein Boxing-Match. Die erste Runde. Vielleicht, ich guck mal, ich will Charlie, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Charlie Clips sich gedacht hat, okay, wenn Twerk gegen Charlie Clips battelt, dann weiß New Jersey Twerk, okay, die erste Runde muss ich alles zerficken. Deswegen hat er vielleicht eine von seinen schwächeren Runden als erste genommen, Charlie Clips, und hat dann die zweite genommen, dass es jetzt so einen Verlauf nimmt halt, ist krank. So, ich habe sehr reingenerdet auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin auch kein Native Speaker. Alles, was ich auf Englisch weiß oder kann oder verstehe, ist einfach nur, weil ich mir die erste englische DVD habe ich 1999 mitgebracht bekommen. Das waren zwei Chris Rock DVDs. Und immer wenn mein Kollege irgendwie in den Staaten war, musste der mir was mitbringen. Jede DVD auf Englisch geguckt, mein Handy auf Englisch, seit ich 17 bin oder 18 bin. Also ich feiere die Sprache, weil Rap, weil Filme, weil Battle Rap. Es ist einfach alles geiler auf Englisch so. Und genau, natürlich mache ich da auch Fehler und ich lebe da nicht. Ich habe keine Eltern, die mir die Sprache beigebracht haben, so deswegen. Aber ich denke, man konnte trotzdem einiges lernen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schreibt Finishline in die Kommentare. Nee, schreibt Finishline 2 in die Kommentare, wenn ihr wirklich bis zum Ende geguckt habt, weil dann weiß ich. Wenn ich da nämlich in den Kommentaren ein paar normale Finishlines sehe, dann weiß ich, okay, da hat jemand nicht ganz bis zum Ende geguckt. Also, das Battle, dieses Video ist nicht monetarisiert. Ihr wisst, holt euch Tickets für die Tour. Düsseldorf gibt es, glaube ich, noch 3 Karten, dann ist ausverkauft. Geisteskrank, auf Eventim gibt es keine Karten mehr. Hamburg ist schon ausverkauft. Was gibt es noch? München und Stuttgart sind kurz vor ausverkauft. Köln und Frankfurt gibt es noch Karten, aber ich bin jetzt den ganzen Monat auch die nächsten 2-3 Wochen in Köln und in Frankfurt Promo machen. Das heißt, die Karten werden auch gut weggehen. Plus, wir haben jetzt noch Ads geschaltet. Also, wenn alles gut läuft, drückt mir die Daumen, werde ich einfach meine erste komplett ausverkaufte Tour spielen. Und das alles mit größeren Locations als in der ersten Tour. Und das ist, vorgestern war ich auf dem Open Mic, auf dem Open Mic und habe nochmal mit so 12, 13 ganz neue Minuten gehabt. Und davon sind einfach so 6, 7 safe im Programm. Also die haben so gut funktioniert, die werde ich noch schleifen und ins Programm übernehmen. Ich kann nicht mehr reden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Finishline 2.0 in die Kommentare. Wer sich erkenntlich zeigen will, weiß, wie er das machen kann. Haut da rein, meine Lieben.